Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4 Staffel 6 Barfuß. Wir sind heute in einer ganz anderen Stadt. San Myshuno nennt sich diese wunderschöne, mit Hochhäusern ausgestattete Stadt voller Erlebnisse, Abenteuer, Kunst und Kultur. Und hier leben in diesem Haus Mio und Amanda. Und daneben haben wir die ursprüngliche WG, die auch ein bisschen kleiner geworden ist. Und das ein oder andere Haus hier in der Nähe ist vielleicht auch so ganz interessant zu betrachten. Denn dort leben auch ehemalige Hauptcharaktere aus dem Spiel. Aber dazu in einer anderen Folge mehr. Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal nach unten fallen. Ah! Wo ist das? Und zack, sind wir in der Wohnung. Und da haben wir Amanda und Mio. Das ist Amanda Mangold. Nur so als kleines Background-Wissen, die Mangoldsche Familie war eine sehr, sehr große Familie aus unserem Sims 3 Let's Play. Und viele der Charaktere sind nun auch hier im Sims 4 Let's Play zu finden, weil ich zeitlich zwischen Sims 3 und Sims 4 nicht so viel Spielraum gelassen habe. Ich habe die Vergangenheit eher so in Sims 2 gelegt und ich hätte auch mal wieder voll Bock, Sims 2 zu spielen, muss ich nebenbei bemerken. Einfach nur, um auch die Unterschiede festzustellen. Ich hatte gedacht, wenn ich es hinkriege, installiere ich die Sims 3 plus Jahreszeiten, also auch nur das und das Add-on, damit wir keinen ruckelnden Spielstand haben, und ich installiere dann halt noch Sims 2 und Jahreszeiten, sodass wir im direkten Vergleich sehen können, was dieses Jahreszeiten-Pack so mit sich bringt. So, und Mio und Amanda haben ein kleines Monster. Oh, Jens siehst du doch, oder? Genau, Jens Mangold. Jens Mangold? Auch ein halbes Alien und auf der einen Seite halb Meerjungfrau, weil Amandas Mutter war eine Meerjungfrau in Sims 3 und, naja, Dinge. Sandwich! Ah, du willst ein Sandwich? Ja, klar, kriegen wir schon irgendwie hin. Oh, dass jemand unglücklich, weil er Hunger hat. Ja, dann gib doch mal hier was zu essen aus. Ja, nur, dass wir uns jetzt richtig verstehen. Jens können wir nicht im gleichen Alter ansiedeln, wie wir das mit unserem kleinen Mona-Alien-Baby machen können. Das geht nicht. Die beiden sehen zwar gleich alt aus, sind es aber nicht. Ich kann aber auch jetzt unseren kleinen Jens nicht einfach altern lassen. Denn dann wäre er ja schon ein Grundschulkind und das wäre wieder ein... Huch, das passiert in letzter Zeit so oft. Das wäre wieder ein zu großer Zeitsprung. Ich habe das Gefühl, das Kind macht dann immer irgendwas, was als Fehler erkannt wird, und dann wird das... Wo hast du das? Wo hast du die Schüssel her? Was ist passiert? Was? Achso, sie wollte dem Kind auch was zu essen geben. Dann ist doch noch die Cerealie. Was ich sagen wollte, das war ein bisschen glitchy, aber so ist es halt. Und ihr guckt euch natürlich, weil ihr euer Kind liebt, die Kinderserie an, die das Kind jetzt gar nicht sieht. Eigentlich müssten wir den Stuhl zum Fernseher drehen, aber es ist vielleicht besser, wenn man das mit einem Kind nicht unbedingt macht. Oh, hier stehen überall Spielsachen herum. Das ist wirklich eine liebevolle Familie. Und Mio guckt unzufrieden. Ja, gut. Also Mio und Amanda waren nie direkt im Hauptfokus oder als Hauptcharaktere, aber wir haben sie nebenbei so kennengelernt. Und ich wollte einfach mal schauen, wie es ihnen geht. Apropos, wie es ihnen geht. Jobtechnisch, Serumsequenzer. Mio kennt er ja, arbeitet auch als Wissenschaftler. Hat noch 2 Tage natürlich auch bis zur Arbeit. Ist ja Sonntag. Amanda. Amanda, wie siehst du denn? Ja, Outfits. Kannst du bitte, ich möchte gerne, dass du dein Outfit änderst. Das wäre toll. Kannst du mal was zeigen? Zeig doch mal. Ist irgendwo jemand fremdgegangen? Das weiß man bei den Sims ja nie. Nee, alles gut. Amanda wirkt definitiv erwachsener und ein bisschen älter. Das gefällt mir. Sie trägt eine Brille. Was hat sich bei dir dann so entwickelt? Das sieht doch alles ganz gut aus. Oh, Schreiben ist ganz weit oben. Wahrscheinlich hat sie angefangen zu schreiben über ihr Leben. Ihr verrücktes, kunterbuntes Leben. Ah, was ist denn los, mein Kleiner? Ja, Kat spielen! Ta! Okay. Wir können uns ja mal Freunde einladen. Ich würde ganz gerne wissen, wie es dann hier aussieht. Also, das sind unsere geheimen Forscher. Wie immer kennt er Carl und Lilly nicht mehr. Das ist die Familie Lamberts. Das ist ja halt Mio, ne? Der ist ja der Sohn von Dawson und Mikisch. Und sein Bruder ist hier Theodore. Und eigentlich fehlt da noch sein Bruder. Können wir den hinzufügen? Ja, genau. Sehr gut. Mike Mionas gehört natürlich auch zur Familie Lamberts. Wunderbar. Und ja, wir haben halt Mio von Anfang an beobachten können, seit seiner Geburt, als Thorsten von Aliens geschwängert worden ist.
und er ist durchaus ein Ebenbild von Thorsten. Hatte am Anfang mit Amanda so ein bisschen Beziehungsprobleme, weil sie so eine, oh, ich möchte berühmt werden und reich und Model und überhaupt und alles und nur die reichen Leute zählen. Sie hatte so eine Phase, sagen wir es einfach so, und Mio halt so, hä, was labert die? Ja, aber es hat sich ja wohl alles zum Guten gewandt, das ist auch schön zu sehen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das so bleibt. Ah ja, der Junggesellenparty, stimmt, die könnte ich mal auflösen, die brauchte ich nur mal für eine Hochzeit, die Gruppe. Okay, aber es sieht so aus, als würde es allen ganz gut gehen. Können wir denn nicht, kennen wir irgendwelche Kinder? Ich hätte gerne wirklich mal, dass wir so ein Kinderdate machen. Oh, wir können ja, wir können auf den Kinderspielplatz gehen. Vielleicht kommen ja dann auch ein paar Kinder mit. Weiß ich nicht, finde es immer schwierig, dass das bei den Sims nicht so gut geht, dass man nicht einstellen kann. Hier gehen Familien mit Kindern hin. So, ich habe unseren verrückten Haufen dann mal zu meinem neu umgestalteten Spielplatz geschickt. Das war ja vorher dieser Hunde- und Katzenpark und irgendwie sind unsere Sim immer dorthin gegangen und das ist eigentlich albern, da wir jetzt ja diese Hunde- und Katzenstadt haben. Also ja, dieses Grundstück wird ständig neu bebaut und jetzt ist es aktuell halt das absolute Kinderparadies, auch wenn man immer noch Kinder hineincheaten muss. Also ich muss jetzt ein bisschen daran arbeiten, dass hier auch die Kinder reinkommen. Aber es hat funktioniert und irgendjemand... Sommer haktet noch, junge Frau! Was ist denn falsch? Oh, und da steht ein Ritter herum. Das ist übrigens das Mittel, das ich nutze, um Sim an diesen Ort zu bringen. Das ist letztendlich ganz einfach, wenn ihr jetzt auch ein Kinderparadies haben wollt, wie das hier. Das habe ich mir runtergeladen bei Origin und habe es dann selber ein bisschen umgestaltet. Dann... Ja, ist das Problem, dass es kein Grundstücksmerkmal gibt, das Kinder anzieht. Teenager ja, aber keine Kinder. Und da nutze ich dann ganz gerne den Teleport-Mod. Und da kann ich halt Summon a Sim to Here anklicken und habe dann hier alle Sim zum Anklicken und teleportieren. Da kann ich halt sagen zum Beispiel, ja, hier, wir können sagen, dass Gavin und Mona jetzt auch, ne, dahin gebracht werden und dann lernen, wie sie sich kennen. Oder die Annika Datzenschnute aus der Familie der Datzenschnutes. Das wäre eine Möglichkeit. Da habe ich mir jetzt 4 Stück geschnappt. Und ja, dann gehen wir jetzt runter bis zum T. Bla bla bla. OPQRST. Dauert noch ein bisschen. Ah ja, hier kommt die Katzenschnute. Dann holen wir uns erstmal Kevin. Und wir holen uns die Mona. Und dann noch die ganzen Tatzenschnutes. Und so hat man dann halt auch die Möglichkeit, Kinder kennenzulernen. Diese Teleport-Sim-Modifikation, die funktioniert eigentlich auch nach jedem Patch noch ohne Probleme. Bedeutet, das kann man sich auch runterladen und muss keine Angst haben. Wie gesagt, wenn ich Mouse Over mache, im Baumenü, wartet mal, ich mache das mal gerade für euch, damit ihr genau seht, was das ist. Zack, ich schnapp mir... Ja, da ist ja wohl was im Klon. Genau, das Ding heißt Sim Teleporter Destination. Und diese Modifikation, die findet sich meistens auch bei dem Post-Player-Mod, den ich ja auch schon vorgestellt habe. Ja, und so kann man dann Sim hier auf das Grundstück bringen. Und die können mit einem spielen. Und du kannst ja mal Hallo sagen, weil das ist ja ein Kumpel von dir. Und die kleine Mona, die kannst du auch mal kennenlernen. Oh, Mensch, hi, Bro, was geht? Ja, ich guck mal, ich habe meine Tochter mitgebracht und so. Das ist ja niedlich. Also ich meine, ich habe ja auch einen kleinen Fratz, der ist zwar ein bisschen älter, aber so, ja, schon fast vom Schulalter, Kindergartenmäßig. Ja, Mann, also die können gerne miteinander spielen. Ja, und also schon haben wir hier halt einen lebendigen Haufen an Sim, die spielen und Spaß haben. Und was macht Jens? Jens ist anscheinend, ah, der ist gerade hier in dem großen Spielparadies. Tada! Du solltest auf jeden Fall auch mal andere kennenlernen. Jasmin zum Beispiel. Mit Fremden reden ist ein bisschen schwierig, okay? Yuki und Jasmin üben zusammen. Karten, alles klar. Ja, ich habe den Spielplatz halt so ausgestattet, dass es hier was zu essen gibt. Hier können die aufs Klo gehen. Hier für die Teenager, nicht für die Teenager, sondern für die Kinder später, gibt es dann hier auch Puppentheater. Und hier oben gibt es ein paar Bettchen. Ansonsten ist das Ganze ein Grundstück, da können sowohl Kids Spaß haben, als halt auch die kleinen Babys. Und es ist schön, jetzt die Eltern hier miteinander so, komm, oh, das ist voll süß, miteinander so Spiel zu sehen und den Kindern und all dem. Und die ganzen Kinder haben alle Spaß miteinander und das ist voll süß. Oh, ist das ein niedlicher Ort. Das gefällt mir total gut. Ah ja, Mio freundet sich hier schon mit allen an, das ist gut. Dann haben wir uns eigentlich schon mit Yuki und ihrem Baby richtig angefreundet. Achso, dann muss ich vielleicht auch mal den richtigen Charakter nehmen. Und, was ist hier los? Achso, hier wird gespielt mit den Kindern zusammen. Ah, Amanda, du bist ja einer.
Ja, ich weiß, was Kinder lustig finden. Mhm. Kannst du denn mit Fremden reden? Mit Fremden reden. Peach hat entdeckt, dass Mio Lambert ein Alien ist. Ach so, Mensch, sowas aber auch. Lern doch mal die Leute hier kennen. Hui. Und dann können wir nämlich auch, wenn wir genügend Kleinkinder kennen, ein Spieldate machen. Dann... Oh, voll süß. Ah, wir können auf Wiedersehen sagen. Weil die Kinder können ja dann miteinander spielen auf so einem Spieldate. Deswegen sollte Mio jetzt zusehen, dass er die ganzen Kinder kennenlernt, freundlich vorstellen. Und man muss halt immer hoffen, dass einem, wenn man so viele Sims auf den Platz drückt und hier so viel passiert, das Spiel nicht abschmiert. Ich empfehle dann dabei immer recht regelmäßig zu speichern. Besonders, wenn ihr die Sims alle aufs Grundstück teleportiert habt, dann ist es ganz sinnvoll, dann erstmal zu speichern. Weil wenn man dann die ganze Interaktion startet, kann es sein, dass das Spiel abstürzt. Aber überspeichert nicht, sondern speichert am besten neu. Und das ist der Mirko Machmanas. Okay, den können wir auch uns freundlich vorstellen, dass wir die einfach alle mal kennenlernen. Weil dann können wir mit denen auch auf dieses sogenannte Spieldate gehen. Wir sollten die ganzen Eltern kennenlernen. Uns überall mal freundlich vorstellen, das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Und was macht der Jens? Jens, kannst du auch... Windel bitte, oh, wie süß. Dafür hingehen zu einer fremden Frau. Winkel, bitte. Hallo. Hallo, Frau. Sie, hallo. Ich will mitreden. Kichichi. Oh, du bist ja ein süßer Fratz. Ach, du bist der Kleine von Mio. Ich erinnere mich, ja, Mensch. Ja, dann quatschen wir jetzt einfach mal alle zusammen, ne? Können wir mit ihr sonst noch was anderes machen? Nee, schade. Ich finde es schade, dass die Kinder miteinander nicht so richtig interagieren können. Aber wir können ja zumindest die Leute mal kennenlernen. Mit Fremden reden. Oh, so traurig. Fremde Gefahr, weil hier unbekannte Sims sind. Ja, man sollte eigentlich auch mal in der Nähe von seinem Baby bleiben. Amanda könnte ja mal... Na gut, Amanda lernt gerade ein paar Leute kennen. Und spielt hier alles. Das ist halt so süß. Ein Haufen unzufriedener, kleiner, quäkender Kinder. Und hier wird gespielt. Und was ist das denn für ein Outfit? Ach so, der hat ja gerade mit den Kindern gemalt. Und die können hier alle malen und machen und tun und spielen. Oh, ich glaube, das ist ein Penner. Ich glaube, das ist ein Penner. Oh. Moment, du bist sandig und das ist Familie Sarg es. Du kannst ja nicht ein fremdes Kind umarmen. Das geht doch nicht. Wir müssen uns wirklich mal mit allen hier anfreunden und kennenlernen, damit wir ohne Probleme später ein Spieldate ausmachen können. Weil das ist nämlich ganz niedlich, wenn man ein Spieldate macht, habe ich mir sagen lassen. Und das haben wir noch nie machen können, weil wir nicht genügend Kleinkinder kannten oder sowas. Deswegen ist es jetzt ganz sinnvoll, wir würden uns das bei allen einfach vorstellen und mit allen quatschen und tun. Ist gut, du brauchst hier nicht mehr bauen. Die Kids sind schon dabei. Ja, Mann, so viele Kinder. Ich fühle mich überfordert. Aber ich mag Legosteine. Oh Mann, ihr seid ja alle sowas von knuffig. Oh, wie er guckt. Okay, den kann ich überprüfen. Ich würde die gerne alle kennenlernen. Ich glaube, ein paar sind auch schon auf dem Weg nach Hause irgendwie gefühlt. Oh, das ist so süß. Die ganzen Kinder waddeln hier durch die Gegend. Ja, geh mal zu deiner Mama. Was willst du da machen? Zuschauen. Ja, Mama zuschauen. Okay, kannst du gerne machen. Kein Problem. Oh Gott, und da wird Chaos veranstaltet. Liebevoll umarmen, würde ich mal behaupten. Das wäre eine ganz schöne Sache. Wie viele Kleinkinder kennen wir denn jetzt schon? Das ist so ein Kleinkind-Bingo. Wir wollen Kleinkinder kennenlernen. Jannika, wir kennen den Fabio und unseren Jens, die Charlotte natürlich, klar. Aber oh, ich will noch viel mehr kennenlernen. Wir müssen noch viel mehr kennenlernen. Vor allen Dingen Yukis Tochter würde ich gerne... Sind die schon nach Hause gegangen? Eigentlich nicht. Nee, die tanzen hier. Alles klar. Dann können wir nämlich auch hier uns freundlich vorstellen. Das wäre super. Habt ihr hier gequatscht? Was macht ihr jetzt hier? Brabbel von Jens anhören. Jens? Jens, geh mal zu Papa. Geh mal zu Papa. Geh mal mit dem Papa liebevoll umarmen. Das ist gut. Nee, ich würde gerne die Kleine hier kennenlernen. Und dich vorstellen. Amanda, das kriegst du hin. Das kriegst du hin. Weil dann können wir uns nämlich mit Mona und mit Yuki treffen. Ich frage, wo zum Henker ist Jasmine? Die sind wahrscheinlich teilweise schon nach Hause gegangen. Das ist natürlich immer der Vor- und Nachteil. Die muss man dann alle hierher porten und dann verschwinden sie wieder alle. Auch wenn das so das perfekte Kinderspielplatz ist, ne? Die gehen dann halt doch irgendwann alle nach Hause. Aber deswegen haben wir jetzt vielleicht genügend kennengelernt, um ein Spieldate zu haben. Das wäre toll. Oh, hier ist Sally und ihre Kleine. Da müssen wir uns auch noch freundlich vorstellen.
Haben wir uns jetzt vorgestellt? Kennen wir die jetzt? Wir kennen die jetzt. Super. Jetzt stellen wir uns der anderen noch freundlich vor. Die kennen wir schon. Das ist auch sehr, sehr gut. Und der sagen wir jetzt auf Wiedersehen. Okay, das ist gar kein Problem. Aber jetzt kümmere dich mal um die hier. Was? Hier, komm, Papa kann sich doch kümmern. Guck mal, warte mal. Papa kann das doch. Papa muss Oma aufs Klo. Okay, pass auf. Pass auf, du gehst jetzt Jens selber auf die Toilette zu jenen beibringen, das Töpfchen zu benutzen. Und danach gehst du selber aufs Klo. So. Was für ein riesengroßes Chaos. Reden mit der Kleinen, alles klar. Hi, Panzer, Leute, Panzer. Na, die Süßen? Ui. Oh, die sind alle so cute. Oh mein Gott, die sind alle so cute. Die sind so cute. Ja, schon ist das halt der Jubeltrubel erstmal wieder vorbei. Und jetzt, da wir aber ganz viele Sim kennen, müssten wir jetzt so ein Spieldate ausmachen können. Ich probiere das gerade mal aus, wenn hier alle auf der Toilette waren. Wer zum Henker ist das? Der räumt jetzt zwar weg, aber just go away. Wenn du heimatlos bist, dann geh einfach. Wer zum Henker ist das eigentlich? Sebastian Diaz. Nee, Obdachlose wollen wir hier nicht auf dem Kinderspielplatz. So, ich habe jetzt mal gesellschaftliches Ereignisplan angeklickt und jetzt gucken wir uns mal aus, ob wir so ein Genau. Jetzt sehen wir uns einmal an, wie das mit dem gesellschaftlichen Ereignisplan funktioniert. Ja, die Sim verschwinden dann halt einfach nach einem bestimmten Schema. Ich gehe nach Hause und naja. Bla 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 bla. Würstchen, Grusel, Geburtstag, Haus, Kleinkind, Spieltreffen. Genau das möchte ich gerne machen. Und da sind wir ja die Gastgeber. Und Gastgeber Kleinkind. Und jetzt laden wir Kleinkinder ein. Wir kennen diese vier Kleinkinder. Das ist ja schon mal etwas. Und dann können wir das Ganze hier im Frog Family Park machen. Oh, wie cool. Kleinkind rutschen lassen, sind gleichzeitig in der Stereoanlage zu hören lassen, Speisen essen. Dann mal gucken, ob wir das als Prestigeveranstaltung hinbekommen. Zumindest kommen hier mal ein paar Kinder an. Ich weiß halt nicht, wie das mit der ganzen Sache hier funktioniert, dass ich halt vielleicht auch mal mehr Kinder hinbekomme. Ne, dass hier mehr Leute gibt. Ja, guck mal, der Benjamin ist hier. Ich brauche jetzt mal Inspiration, weil das kriege ich ja nicht, das ist ja nicht schön, das muss ich jetzt putzen. Sind wir dann eigentlich alleine verantwortlich für all die ganzen Kleinkinder? Oh, das könnte kompliziert werden. Okay, Speisen essen. Naja, also ich habe immerhin die Möglichkeit, ich glaube, wir haben hier, da, genau, wir können grillen. Wir können grillen und zwar Würstchen mit Paprika. Jeder mag Würstchen mit Paprika. Sims an der Stereoanlage zuhören lassen. Ich glaube, das können wir dann auch mit allen irgendwie gleichzeitig machen. Zusammen tanzen. Zuhören. Ne? Zuhören wäre ja jetzt sinnvoll. Okay. Klappt das jetzt? Ich glaube, es klappt. Er hat da was reingebrettert. Ich hab's gehört. Oh Gott, und Mio muss selber so dringend auf den Pott. So dringend selbst auf den Pott. Wenn du dich gleich einkackst, haben wir echt ein Problem. Jetzt geh selbst auf den Pott. Hopp, hopp, selbst auf den Pott gehen. Okay, können wir jetzt zusammen... Ich gehe erstmal zusammen nur Disco hören. Genau. Sehr gut. Läuft. Haben wir die... Oh, wir haben das Essen gemacht. Super, dann können wir... Oh, war das nicht geplant? Dann können wir zusammen mit den Kids essen. Ja, es sind schon mal mehrere an der Stereoanlage. Das ist eine niedliche Idee mit dem Spieldate, aber wir müssen noch mehr Kleinkinder kennenlernen. Mal gucken, ob ich das dann irgendwie cheat-technisch erstellen kann. Damit dann halt das hier auch so richtig vollgefüllt ist und dass es dann halt hier auch richtig viele Kinder gibt, die ja Spaß haben. Weil anders kann man das mit diesen Pseudo-Kindergarten-Sachen nicht machen, leider. Das ist halt einfach so. Kann ich die anderen noch zu unserer Runde hinzufügen? Oh, was ist hier los? Ruft an, Lust zu plaudern. Dann red mal mit deinem Bruder. Und ich guck mal, dass ich die Kleinkinder zu unserer Runde hinzugefügt kriege. Ja, scheint geklappt zu haben. Jetzt haben die alle dieses Symbol über dem Kopf. Und wir können ja mal essen. Es wird ja mal gefuttert. Komm. Hey, hey, Bruderherz. Wir sind gerade auf dem Spielplatz mit unserem kleinen Fratz. Und wenn du vorbeikommen willst... Ja, ich weiß bei euch, das ist so mit Kindern nicht so ein Thema, ne? Kann das sein? Ja, ja, aber es ist ja auch schon mal eine gute Übung, falls ihr mal Kinder haben wollt. Ne? Ist ja eure Entscheidung. Wir keinen Druck machen oder sowas. Ist aber schon knuffig. Oh, wie süß. Paprika und Würstchen. Das geht für Kinder eigentlich auch klar, oder? Das kann man doch mal. Ist vielleicht ein bisschen scharf, aber ich schätze mal... Oh, ist das süß. Ui. Ui. Oh, ihr seid halt so ultra knuffig, ne? Ich muss mal gerade Fotos davon machen, weil das ist halt super knuffig, wie sie da sitzen und essen.
Oh, der ganze Spielplatz ist halt super knuffig, wie sie da sitzen und essen, machen und tun. Und Mona ist hier. Ja, supi. Kennen wir die kleine Mona schon? Mit Mona Monster spielen. Die kennen wir also auch schon. Dann können wir die halt auch ab sofort zu Playdates einladen. Ob sich Ben? Ich glaube, Ben ist wegen Mona hier. Hatten wir Mona eingeladen gehabt gerade? Ich bin schon wieder völlig überfordert mit der Gesamtsituation. Okay, also unsere Familie, ja, rund um Mio und Amanda, hat auf jeden Fall Spaß mit ihrem kleinen Knuddel Jens. Und unsere Kleinkinder lernen sich jetzt untereinander auch kennen. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Gelegenheit, dass wir mit Mona dann auch ein paar Sachen erleben können. Und wir können Jasmine dazu einladen, dann auch bald. Die müssen sich einfach auch noch kennenlernen, das kriegen wir auch hin. Und dann sehen wir auch Yuki und Sam wieder. Und dann verknüpfen sich die ganzen Familien der letzten Staffel mit unserer neuen Familie. Und zwischendrin, wie gesagt, wir lernen die jetzt einfach mal alle immer kennen. Ich stelle euch die Sim halt vor. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, ja, das lernt sich dann nebenbei. Wir gucken halt jetzt ein-, zweimal die Woche immer in andere Familien hinein, um die auch mal kennenzulernen, zu sehen, mit wem interagieren wir da eigentlich. Gott, irgendwann ist das ganze Grundstück voll damit, ne? Hundertprozentig. Spielt ihr jetzt was zusammen? Weltraumbahnhof spielen. Oh mein Gott, das wäre so niedlich. Gehen wir jetzt Weltraum... Oh, das wäre so süß. Oh, sie spielt mit Mona Weltraumbahnhof. Ui. Das ist so knuffig. Aus der Sicht des Kindes passieren ja dann übrigens auch total geile Sachen. Seht ihr das? Wenn man in die Kindersicht geht, sieht man die Fantasie. Es ist so schön gemacht. Es ist so schön gemacht. Es ist so eine coole Idee. Oh, wie niedlich, Mona, die erste Weltraumabenteuer. Da könnte Chrissy, ich glaube, auch nochmal ganz viel Spaß hier haben. Okay, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei D-Sims 4. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Macht's gut, ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Bis dahin, bye bye. Und lasst euch nicht von diesen vielen Gewittern, die aktuell in Deutschland sind, ärgern. Weil es ja schon, also das ist ja fettes Gewitterband hier. Es grummelt auch schon wieder draußen die ganze Zeit.